Der Schiffbruch. Simon Yates war ein Rechtsanwalt. Er hat vielen Menschen geholfen. Aber er war kein netter Mann. Seine Politik war es, nur reichen Leuten zu helfen. Er kümmerte sich nicht um soziale Gerechtigkeit. Er verdiente eine Menge Geld, aber viele Menschen mochten ihn nicht. Sogar seine Mitarbeiter mochten ihn nicht. Sie wünschten sich, dass ihm etwas Schlimmes zustößt. Sie waren sogar froh, wenn er in Schwierigkeiten geriet. Simon hatte einen sehr schlechten Tag. Er machte viele Dinge falsch und verlor seinen Job. Bald hatte er kein Geld mehr. Seine Frau, Mrs. Yates, begann an ihm zu zweifeln. Simon wollte ein neues Leben beginnen. Er plante, das Land zu verlassen. Er erzählte dem Kapitän eines Schiffes von seinem Plan. Der Kapitän erkundete gerade die Welt. Der Kapitän hatte Mitleid mit Simon und sagte, ich werde dich in fremde Länder mitnehmen. Am nächsten Tag fuhren sie los. Kurz vor dem Ende ihrer Weltreise wurde das Wetter schlecht. Eine Welle warf Simon aus dem Boot. Aber er war am Leben. Er schwamm in Richtung einer Insel. Nach einer langen Zeit kam er dort an. Zuerst war er verzweifelt. Er war verloren und allein. Ich werde nie wieder nach Hause kommen, dachte er. Er hatte eine Menge Probleme, aber er überlebte. Er baute sich ein Haus auf einem Baum. Er ernährte sich von Fisch. Er baute Werkzeuge aus Holz und Knochen. Er stellte einen Becher her, um Regenwasser zu trinken. Langsam lernte er, auf der Insel glücklich zu sein. Er schwamm jeden Tag. Manchmal hatte er Schwierigkeiten, aber er fand immer einen Weg, das Problem zu lösen. Das Leben war einfach. Er mochte es. Schließlich sahen Leute auf einem Schiff Simon auf der Insel. Sie wollten ihn mit nach Hause nehmen. Aber Simon war glücklich.